Hoch hinaus und gleichzeitig hoch her ging es zum 13. Mal beim EWE Cup im Pneumant Sportforum Fürstenwalde. Während sich die einen an Gummiseilen in den Himmel schnellen ließen, kämpften andere um das nächste entscheidende Tor. 8 von 16 E-Junioren-Mannschaften aus Polen, Brandenburg und von der Insel Rügen waren dabei. Bei schönstem Sonnenschein und frühsommerlichen Temperaturen liefen die Nachwuchskicker zu Hochform auf. Nervenstärke und Teamgeist waren es, die am Ende über Sieg oder Niederlage entschieden. In einem Kopf-an-Kopf-Rennen bezwangen die Spieler aus Großzieten ihre Gegner vom UKS Polonia Słubice mit einem 1:0. Es ist ein ziemlich neues Gefühl für uns, weil wir sind immer knapp gescheitert, aber heute haben sich die Jungs endlich mal belohnt. Ja, für das, was sie die ganze Saison über schon gemacht haben und auch in der Halle gezeigt haben, war es heute einfach ein tolles Erlebnis. Sie haben sich von Spiel zu Spiel gesteigert. Einfach nur stolz auf die Leistung von jedem Einzelnen. Fußball der etwas anderen Art gab es für die 8 ausgeschiedenen Mannschaften. Disziplinen wie Torwandschießen und Menschenkicker standen auf dem Turnierplan. Den Titel Olympiasieger beim EWE Cup und damit einen Aufenthalt im Tropical Island sicherte sich die Spielgemeinschaft Markendorf-Mühlrose. Besonderes Bonbon für alle Nachwuchskicker war der Besuch zweier Torwartgrößen. Die EWE hatte den ehemaligen Werder Bremen-Torwart Dieter Budenski und den Hertha-Stammtorwart Rune Jahrstein eingeladen. Und worüber wurde geredet? Natürlich über das gemeinsame Lieblingsthema. Dazu gab es Autogramme und Fotos. Musikalisch begeisterte der Fanfarenzug Strausberg. Der amtierende Weltmeister präsentierte Teile einer neuen Show. Toller Tag. Ich glaube, hat Mehrwert für alle gehabt. Für uns einmal als EWE macht es natürlich Spaß, sowas auch so Kinder zu fördern. Die Kinder haben viel Freude daran gehabt, einen tollen Star hier gehabt, den Torwart von Hertha BSC, einfach ein tolles Erlebnis. Ja, warum macht EWE das? Natürlich, wir sind ein regionales Unternehmen und wollen uns natürlich auch regional engagieren. Das tun wir damit. Gerade jetzt auch mit dem Hintergrund, natürlich das noch ein bisschen spannender zu machen, haben wir uns letztes Jahr dazu entschieden, auch eine polnische Mannschaft oder polnische Mannschaft mit aufzunehmen. Ich glaube, das hat den Ganzen nochmal so einen neuen Kick auch gebracht und ist ja auch toll für Kinder, wenn man sagen kann, dass man gegen eine polnische Mannschaft mal gespielt hat. Das ist ein bisschen international und ja, macht uns Freude.